In Deutschland leuchten 1 Milliarde Glühbirnen. Um sie und unser Land mit Strom zu versorgen, brauchen wir fast 2 Milliarden Kilowattstunden an Strom. Täglich. Gehen uns jetzt die Lichter aus, wenn wir die Atomkraftwerke vom Netz nehmen? Seit 2022 will die Regierung die letzten Atomkraftwerke abschalten. Nicht sehr ehrgeizig, es ginge deutlich schneller, wenn wir wollten. Ein Atomausstieg ganz ohne Drama, ohne Zusammenbrüche und Stromausfälle. Dieser Film zeigt, wie es geht. Wenn Sie genau hinschauen, dann ist ein Ausstieg bis 2015 technisch ohne jedes Problem, ohne jedes Flackern der Lichter erfolgreich möglich. Alle anderen Aussagen sind meines Erachtens eindeutige Panikmache, um die vorhandenen Kernkraftwerkskapazitäten noch möglichst lange betreiben zu können. Ausstieg 2015 kein Problem, sagt der Wissenschaftler, der im Sachverständigenrat die Regierung in Energiefragen berät. In ihrer Studie sind sich Olaf Hohmeier und seine Kollegen sicher. Es gibt keinen triftigen Grund, erst 2022 auszusteigen. Kommen wir ohne Atom wirklich klar? Schon 2015? Eine Provokation für die Energieriesen. Ich glaube nicht, dass das so kurzfristig möglich ist, ohne eben die Versorgungssicherheit hier zu gefährden. Was kostet der schnelle Ausstieg? Kann Deutschland alleine aussteigen? Und geht das nur, wenn wir das Klima belasten? Dieser Film gibt Antwort und fragt nach Konsequenzen. Wir begleiten energiesparende Unternehmer, rebellische Bürger, visionäre Windmacher und die nachwachsende Generation, die es am meisten angeht. Ein Dutzend Gutachten zum Atomausstieg sind auf dem Markt. Einige davon halten den Ausstieg viel früher für möglich, als ihn die Regierung plant. Ohne Risiko. Neuere Berechnungen zeigen, dass wir bis 2015 aus der Kernenergie aussteigen können, ohne dass es auch in irgendeiner Region in Deutschland dazu kommt, dass wir Engpässe hätten. Selbst in Zeiten extrem hoher Netzlast, selbst bei Ausfall von Kraftwerken. So sieht es aus, schon 2012. Die bereits stillgelegten Kernkraftwerke bleiben vom Netz. 2 weitere werden abgeschaltet. Viel schneller als von der Regierung vorgesehen. Die geplanten Gaskraftwerke ersetzen Atomstrom. Dazu neue Windräder an Land und auf See. 250.000 neue Solaranlagen auf unseren Dächern speisen sauberen Strom ins Netz. Der Einstieg in den Ausstieg. Kassel. Eine Großstadt, heute schon ganz ohne Atomstrom. Und er zieht die Strippen. Kurt Rohrig, Träger des Deutschen Klimaschutzpreises. In der Leitzentrale der Stadtwerke Kassel koordinieren die Techniker die Stromproduktion. Und da der eigene Strom nicht reicht, kaufen die Stadtwerke Strom aus Skandinavien zu. Grünen Strom. Kassels Bürger kommen also ohne Atomstrom aus. Auch in Zeiten höchster Nachfrage. Der höchste Verbrauch, der stellt sich immer im Winter ein. Wenn es früh dunkel wird, wenn es kalt ist, dann sind diese Spitzenlasttage oder die Spitzenlastzeiten zu verzeichnen. Meistens kurz vor Weihnachten oder im Januar, je nach Wetterlage, ist dann der Stromverbrauch enorm hoch. Den Stromverbrauch der atomstromfreien Großstadt kann Kurt Rohrig mit Mitarbeiterin Mareike Jentsch im IWES-Institut simulieren. In der Gegenwart, in der Zukunft, mitsamt den Quellen, aus denen der Strom kommt. Gerade die Gradienten, die natürlich durch die Photovoltaik hier abgefahren werden müssen. Rohrig und seine Mitarbeiterin zeigen uns, dass sich Kassel heute manchmal schon zu 3/4 aus erneuerbaren Energien versorgt.
Die rote Linie zeigt den Verbrauch. Blau ist Windenergie, gelb Solarstrom. Den Rest deckt Strom aus schwedischer Wasserkraft. Das reicht heute noch nicht ganz. Wenn morgens der Stromverbrauch zunimmt, dann müssen Kraftwerke dazugeschaltet werden. Das sind dann Kraftwerksblöcke von einer Stunde oder in einem längeren Zeitraum, die durch schnelle Steinkohlekraftwerke, aber vor allem durch Gaskraftwerke abgedeckt werden. Noch geht es in Kassel nicht ohne Kohle oder Gas. Am Ende steht dann aber die Vision, frei von fossiler Energie. Meine Vorstellung ist es schon, dass man in Zukunft dann wirklich eine Energieversorgung erzielen kann, die eben zu 100% auf erneuerbaren Energien beruht. Eben wo halt auch solche Erzeugungsstücken, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, die halt vollkommen regenerativ durch Speichertechnologien geschlossen werden können. Und das bedeutet kein Kohlekraftwerk, kein Gaskraftwerk, kein Atomkraftwerk mehr. Ja, sondern rein aus erneuerbaren Energien in ein paar Stunden am Tag. Währenddessen beruhigt der Chef der beiden im nahen Windpark alle, die sich vor einem Zusammenbruch der Stromversorgung fürchten. Wir produzieren viel zu viel Strom, weil wir relativ preiswert Strom erzeugen können. Sonst würden wir ihn nicht verkaufen können im Ausland. Zum Beispiel durch das Abschalten der 7 Kernkraftwerke ist nicht die Situation entstanden, dass wir jetzt Strom importieren müssen, sondern die Konsequenz war lediglich, dass wir weniger exportieren. Das zeigt, wie viel Luft wir in unserem System noch haben. Heute kommt unser Strom zu gut 40% aus Kohlekraftwerken, rund 20% aus Kernkraft, etwas weniger aus Erdgasverstromung. Erneuerbare Energien liefern rund 17%, vor allem Wind und Wasser. Aber selbst in der Stunde des allerhöchsten Verbrauchs benötigen wir davon nicht mehr als etwa 60%. Selbst wenn man großzügige Reserven einplant, wegen Reparatur oder Windflaute, bleibt genug, um die abgeschaltete Kernkraft zu ersetzen. Der Rest kann wieder verkauft werden. Dieser Mann macht Wind für einen schnellen Ausstieg. Klaus Meyer, Geschäftsführer der Windkraftfirma WPD in Bremen. Das nächste Projekt wartet. Und die alte Infrastruktur können wir zum Teil mitnutzen, oder? An vielen Orten weltweit plant WPD neue Anlagen oder erneuert alte Windräder. Je schneller der Ausstieg, desto besser. Windenergie, eine Boombranche. Insgesamt kann der Bereich der Windenergie 40-50% des gesamtdeutschen Strombedarfs abdecken. Und insoweit ist es eben auch der zentrale Baustein einer 100%igen erneuerbaren Energieversorgung. Klaus Meyers liebstes Geschäft heißt Repowering. Auf Deutsch aus alt mach neu. Bestehende Windräder durch leistungsstärkere zu ersetzen. Wenn Sie eine Anlage mit 190 Meter Gesamthöhe, was heute so der technische Standard ist, bauen, dann haben Sie durchaus 30-40% mehr Energie zu den Anlagen, die 120-130 Meter Gesamthöhe haben. Je höher, desto effizienter. Tausende Windräder betreibt Klaus Meyers Firma in aller Welt. Moin, Männer. Ja, moin. Olli, ja. Wie sieht's aus? Der Wind heute? Nicht allzu viel, könnte ein bisschen mehr sein. Okay. Da wählen wir uns gerade drauf ein. Der Kollege guckt gleich. 700 Mitarbeiter planen, bauen und überwachen. Hier in der zentralen Leitwarte sehen Sie in Echtzeit, wie der Wind weltweit bläst und der Strom ins Netz gespeist wird. Ich sehe, Kroatien ist auf Nennleistung. Genau, Kroatien. Da läuft es richtig viel jetzt. Wir müssen mehr in Kroatien bauen, ne? Mit Haken für die Kleidung. Manchmal packt Klaus Meyer der Ehrgeiz, seine Windräder auch zu erklimmen. Und ab und zu die Nase in den Wind zu strecken. Muss er ohnehin, denn die Kraft aus dem Wind weckt auch Kritik. Wie sieht die Landschaft aus, wenn sie mit unzähligen Windrädern gespickt ist? Vor 100 Jahren haben wir über 100.000 Windmühlen gehabt.
also diese klassischen, die sehr viel Lärm produzieren, die teilweise mitten in den Städten stehen, die Mühlen zum Getreidemahlen, aber hier in Norddeutschland auch sehr, um das Wasser zu transportieren. Heute haben wir 27.000 Windkraftanlagen. Wir werden sicherlich eine Landschaftsveränderung haben, haben wir auch schon im Norden der Republik, aber wir produzieren damit den sauberen Strom. Die Windräder neuer Bauart müssen zum Beispiel leiser rotieren. In Windeseile werden neue Technologien entwickelt. Klaus Meyer unterwegs zu den Forschern im Fraunhofer-Institut in Bremerhaven. Hier werden neue Rotoren mit bis zu 90 Metern Länge getestet für die Offshore-Windanlagen. Später, im Nordseesturm, werden enorme Kräfte am Metall der Windräder zerren. Im Zeitraffer simulieren die Wissenschaftler den Verschleiß. Jahrelang wird später aggressives Salzwasser am Material der Anlagen nagen. Simuliert wird hier mit echtem Meerwasser. Hält das Metall für die neue Ära der Windenergie? Das will Windmanager Meyer von den Forschern wissen. Ja, Herr Meyer, ich wollte Ihnen mal ja zeigen, wie die Oberfläche bzw. die Korrosion an Metallteilen arbeitet und frisst. Das war unbehandelt, haben Sie ins Salzwasser gelegt und genau. Zeitraum? Für 2 Jahre. Ja, unsere Anlagen müssen ein bisschen länger halten. Also. Genau. Meyers Firma hat diesen Offshore-Windpark geplant, Baltic 1 von NBW. Eines der großen Windräder kann 10.000 Haushalte versorgen. Aber der Wind bläst nicht nach Bedarf. Der erzeugte Strom muss irgendwo gespeichert werden, bis man ihn braucht. Jens Harenberg hat eine Lösung. Ein Kabel. Er möchte, dass deutscher Strom in Norwegen gespeichert wird, bis man ihn braucht. Was dazu nötig ist? Das Kabel und ein gutes Team. Das Projekt nennt sich Norge. The route for Norge will start here in North Norway and then go. Das deutsch-norwegische Team diskutiert die Route des Kabels. Es soll unter der Nordsee Deutschland und Norwegen verbinden. Bend eastwards to avoid some national protected area here. Norge bietet eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Es wird in Zukunft möglich sein, deutsche Windkraft, deutsche erneuerbare Energien zusammenzukoppeln mit norwegischen erneuerbaren Energie, der norwegischen Wasserkraft, sodass wirklich alle etwas dafür haben. Die Ausgleichsenergie kann da sein. Man verbessert die Versorgungssicherheit für alle Beteiligten. Norwegen ist ein Land des Wassers. Hunderte von Stauseen könnten gigantische Mengen von Strom aus Deutschland speichern. Strom aus Windparks, aber auch Solarstrom, ganz egal. So könnte es funktionieren. Die Norweger betreiben ohnehin schon zahllose Wasserkraftwerke. Fließt nun überschüssiger deutscher Strom durch das Kabel nach Norwegen, kann der genutzt werden, um Wasser hoch in die Stauseen zu pumpen. Jetzt ist der flüchtige Windstrom aus Deutschland in Wasserkraft gespeichert. Brauchen wir in Deutschland Strom, öffnet Norwegen die Ventile. Das Wasser schießt zu Tal, Turbinen wandeln Wasserkraft in Strom, der unter der Nordsee zurück ins deutsche Netz fließt.